Ja, hallo, wieder im Story-Mode und wir haben die Nacht hinter uns gebracht. Wir sind aus dem Nether entkommen. Ivor ist weg. Wir haben Lukas bei uns behalten, auch wenn wir ihn nicht mögen. Aber es stimmt schon, wir sind ein Team und Teams halten zusammen, auch wenn sich einige unter denen mal nicht mögen. You okay? It was a rough night. It happens. We were all tired and I'm just glad you're okay. Thanks for being so cool about it. Cool beans. Hey! There's something over that way. What is it? Some kind of building, I think. Let's get a closer look. Na gut, dann klettern wir hier doch mal hoch. Wow. Beeindruckend. Tja, das muss es dann wohl sein. What is this place? That's what we're trying to figure out. It's the Temple of the Order of the Stone. Lukas, are you sure? He's right. Look. Holy crap. Do you think they're in there? Let's go in and find out. Let's just all be careful. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't it weird how dispensers are carved to look like spooky little faces? What do you dispense, little guy? I get the feeling that we don't really want to find out. Get behind me. Okay, die Spinne hat wohl jeder gehört. Ja, wir gehen mal weiter. Mal einen Schritt schneller. Ach, Ruben, bleib doch einfach mal hinten. Ah, es war so klar. That's probably not a good thing. Oh, come on, dispenser faces. I thought we were friends. Run! Ich bin so doof, denn ich habe beim Indiana Jones Spiel versagt. Drum mach ich's nochmal. Na. Ah. Und jetzt müsst ihr euch den Song nochmal anhören. Selber schuld, ey. Also nicht selber schuld, eigentlich nicht schuld, weil das schon wie ich's mein. That's probably not a good thing. Ja! Oh, come on. Ja, haben wir das. Indiana Jones Style. Sehr schön. Oh nein. We're trapped. We activated the dispensers with that pressure plate. If we can figure out a way to trigger it again, I bet that'll shut them off. There's a crafting table. Maybe we can make something useful. Out of what? We don't have anything. All of our tools and materials are back home. All right, everyone, empty your pockets. Let's see what we've got to work with. I have a few sticks left over from building the shelter last night. I've got some flint and a piece of string. All I have are some chicken feathers I picked up after that chicken machine exploded. Well, let's see, I've got some flint and steel, a sword, oh, and some string from a spider that I fought in the woods right there. Und schon wird Bogen string, und sticks, auch and feathers. Pfeil gebaut. Keine Frage. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Bogen. Wo ist dann da? Oh. So und so. Na, so und so. Bogen und noch einen Pfeil dazu. Feder. Gar nicht, muss man das eigentlich nach richtigen. Na, super.
also so rum. Hä? Das war doch ein Pfeil, oder? Braucht er normalerweise keine Pfeile, ey. So, alles klar. Naja, manchmal dauert es etwas. So, auf geht's. Volltreffer. All right. The order of the pig's luck is changing. This must be their enchantment room. Doesn't this look like Ivor's creepy basement? Ja, da hast du nicht unrecht, das sieht so aus. Na komm, wir reden erstmal mit Lucas. Find anything useful? Not sure about useful, but definitely interesting. There is a lot of history in this room. Ja, aber das ist nicht wirklich hilfreich jetzt. Okay, da kommen wir nicht weiter, da auch nicht. Dann können wir nur den Enchanter, das Buch, okay. The battle was fierce, but the Order of the Stone emerged triumphant, saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These five members, five friends, together would give so much to gain their rightful place as five heroes. Whoa. They would author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone? The stories never mentioned him. This is so crazy. Yeah. He's a coward and a creep. Not a hero. There must be a reason he's never been mentioned. Maybe he was different back then. Maybe they kicked him out. Man, I can't believe you punched a member of the Order of the Stone. This is so crazy. The Order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? No, das, das, ich muss es nehmen. They go up. Klare Antwort, oder? Now this is cool. Wow. What happened to the walls? More like what happened to this whole place. This must have been where they met. So where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Is something supposed to happen? Well, that was a letdown. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. Also auf jeden Fall waren da vorne eine Maschine mit einer Menge Hebeln. Ja. Schauen wir uns erstmal die Karte an. It's a map of the entire world. This is way nicer than the one at Endercon. Und Axel? What you looking at? Nothing. Whatever. Axel? I was just trying to figure out where Petra might be. I mean, I know she's gonna be fine, but I was just curious. We're gonna find her. Das werden wir. So, Lucas? Hey. Find anything interesting in that book? The only thing I found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the Order. And does it mention how? It's less technical and, well, more historical.
mehr. Mist. Aber wie gesagt, in der Mitte wird garantiert ja dieses Podest was damit zu tun haben. Aber ich möchte schon alle Optionen auswählen. Hey Ruben, find any clues? Das war wohl ein klares Nee, leider nicht. Okay, hier kommen wir nicht weiter nach vorne. Reden wir nochmal kurz mit Olivia. We're in the temple of the Order of the Stone. The Order's actual temple. Who'd have thought it, huh? A bunch of small-towners like us, wrapped up in an adventure like this. Yeah, it's pretty insane. I just hope we all come out the other side in one piece. Ja, wer hofft das nicht? Na gut, hier gibt's nichts mehr. Oh, hier gibt's doch noch. Na gut, dann schauen wir uns kurz jetzt doch mal das Podest erstmal an. Ja gut, hier wird das Amulett rein müssen, dann wird da ein Lichtstrahl durchfallen. Und der wird auf der Karte die Positionen angeben. It's the same as the amulet. Und bei der Gelegenheit kann ich schon wieder sagen. Aber ich spare mir das Gesumme mal zu euren Gunsten. So. Na komm. Ups. Geh mal einen Schritt schneller. Ja, und da sind nämlich jetzt eine Menge Hebel. Und wie gesagt, vermutlich steht jeder Schalter für ein Mitglied. Und naja, ich drücke einfach mal den ersten. Okay, nicht jeder Schalter steht für ein Mitglied. Hier noch irgendwo eine Kombination oder so vielleicht. Okay. Irgendwo muss es ja einen Hinweis geben, in welcher Reihenfolge, also ja, wie halt die richtige Kombination ist. Ich hoffe, dass es nicht einfach nur Glückssache ist, weil das würde mich doch etwas enttäuschen, ehrlich gesagt. Ich rede nochmal mit Petra, mit Olivia. Tue ich nicht, weil die will nicht mehr mit mir reden. Hey. Lucas auch nicht, Axel auch nicht. Ja, also wir müssen vermutlich alle 5 Lichter anbekommen. Und ich sehe hier jedenfalls kein Kombinationshinweis. Ich mache mal den 2. und den 4. aus, weil die halt als einzige aus sind. Okay. Und den auch. Yay, sage ich doch. Wow. Absolutely incredible! How did they build this? Okay, now I'm impressed. This is what Gabriel wanted us to find. It's the order. It's showing where they are right now. Look, we don't know enough about how this thing works. Maybe the amulet only tracks them when they're on the surface. Or maybe it doesn't work when they're in the nether. We have to go off what we do know. Tja, aber there are only 2 lights on that map. If there are only 2 heroes left, then we know what we need to do. Petra's relying on us. That Witherstorm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the Order of the Stone. But there are only 2 lights. There are only 2 members of the Order left? He said Soren was missing. That leaves Magnus. Or Elagard. Well, let's head out. I'm not going with you guys. I have to stay here. If I know Petra, she's probably doing everything she can to find this place. She's still out there. She has to be. But what if she didn't make it? Don't say that. Axel, Jesse's right. Petra might be gone. If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Go. Get help. I'm gonna focus on making this place safe before nightfall.
This temple is pretty big, though. Okay. If we're gonna have a chance at fortifying it, I'm gonna need some help. If, maybe one of you guys could hang back with me? Sounds like Olivia'll have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Elagard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. And obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I think Axel meant Elagard there, Jesse. No. I don't think I did. Pretty sure Axel meant Magnus. Jesse, naja, wir haben ihn jetzt schon so oft vor den Kopf gestoßen. Einmal mehr oder weniger, ist egal. Wir suchen mal nach Elagard. You gotta come with me. Olivia, you and I are going to Elagard. Awesome. Axel, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra shows up. What, with that guy? Yeah, with that guy. I'm right here? Come on, Axel. For Petra's sake. Fine, I'll do it. For Petra. I'll take it. Guys? Oh, der Withersturm. Okay, da kommt der Kollege. Nicht so gut. Please hurry. Tja, damit haben wir die erste Episode schon durchgespielt, offensichtlich. Jesse and Olivia return to the Nether, intent on finding Elagard, the Redstone Engineer. And find themselves in a place of mechanical marvels, Redstone rarities. Amazing machines, limited only by the imagination of their brilliant creator. While the great storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. Ja, so, da haben wir nochmal unsere Entscheidung, die wir getroffen haben. Und, ja, da haben wir das gemacht, was die meisten gemacht haben. Okay, viele haben Lukas überzeugt zu bleiben. Und für Elagard haben sich auch die meisten entschieden. Okay, also die ersten beiden waren ein bisschen gegen die Mehrheit und die letzten drei auf jeden Fall mit der Mehrheit. Na gut, dann schauen wir beim nächsten Mal, ja, wie es dann aussieht. Oh, das wollte ich gar nicht. So, komm, fertig werden. Ja, an der Stelle, ich sag aber jedenfalls schon mal ciao, ciao. Und werde auf jeden Fall, ja, naja, gut. Werde auf jeden Fall noch ein, zwei Durchläufe davon machen mit ein paar anderen Entscheidungen. Schauen wir uns nochmal kurz die Credits an und hören uns die Musik an. Aber ich bin schon mal raus, denn ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ansonsten, ich muss ehrlich sagen, ich habe doch noch was zu sagen. Ja, das Spiel, das macht schon Spaß. Ist ja, ein bisschen von der Kameraführung her und von der Steuerung ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ganz ehrlich, naja, es ist so das, was man aus Minecraft rausholen kann. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Kann es quasi gar nicht erwarten, bis Episode 2 kommt. Ja. Und ansonsten ist jetzt aber wirklich nichts mehr zu sagen. Das heißt, ich halte jetzt die Klappe und lasse die Credits durchlaufen. Und morgen geht's mit einem neuen Durchgang und einem neuen Speicherstand weiter. Bis bald.
Ja, und zum nächsten Mal werde ich mal rausfinden, wer Mark Neal ist. Und jetzt bin ich aber wirklich weg. Ciao, ciao.